der Stefan Kunkel, komme aus Niederösterreich und ja, wir kennen uns schon etwas länger. Du bist ja mein vergangener oder derzeitiger Trainer auch noch und möchte mich für all deine Trainingseinheiten auch vorerst einmal bedanken. Wie bist du zu Wudang Kung Fu gekommen? Zu Wudang Kung Fu bin ich gekommen durch einen sehr guten Freund und damaligen Trainer, der mir sehr viel Weisheit und sehr viel Kraft gegeben hat in meiner damaligen Lebensphase und ebenso auch neue Wege gezeigt hat im Kampfsport, was alles für Möglichkeiten für mich gibt. Und einer davon war eben Tai Chi, Qigong und Kung Fu. Und da bin ich zufälligerweise eben in die Wudang Kung Fu Lehre geraten, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, was das überhaupt ist. Und wenn du jetzt so nachdenkst, was steckt alles hinter der Philosophie von Wudang Kung Fu? Jede Kampfsportart, jede Kampfkunst hat eine Philosophie dahinter. Und konntest du in der Zeit diese Essenz herausfinden, die Philosophie von Wudang Kung Fu? Also ich denke, zuallererst einmal sollte man einmal berücksichtigen, dass es immer auf den Trainer oder auf den Meister drauf ankommt, wie etwas gelehrt wird. Und Wudang Kung Fu bezieht sich grundsätzlich auf die inneren Werte. Das heißt, man beschäftigt sich mit den, bevor man die Materie kennenlernt, muss man mit dem, so sagen wir, mit dem Geistigen sich auseinandersetzen. Das heißt, im Training kommt man sehr häufig, meist auch gleich in den ersten 10 Minuten an seine körperlichen Grenzen. Das heißt, es werden deine ganzen vorherigen Geschehnisse, die dein Körper klarerweise auch speichert, aufgezeigt und mit diesen wirst du dann arbeiten müssen, wenn du diese Lehre weiterhin ausbauen möchtest, verstehen möchtest und auch können möchtest. Also das heißt, du bist dein Gegner, also du bist immer, du musst deine Grenzen überwinden. Also du kämpfst immer gegen dich selbst, ist das, oder? Du kämpfst in erster Linie gegen dich selber, aber nicht so wie im Boxen, Thai-Boxen, MMA oder Karate, was oft der Fall ist, sondern das eher im Äußeren stattfindet, sondern Wudang Kung Fu bezieht sich sehr stark auf die inneren Werte. Das heißt, die Gelassenheit kommt nicht, wenn du 10.000 Kämpfe hinter dir hast, sondern was das aus dem macht. Ebenso diese Wudang Kung Fu, du hast, sagen wir jetzt, 10.000 Kämpfe im Inneren und diese prägen dich, diese bauen dich aus und entwickeln dich auch weiter, wenn man es zulässt. Und umso länger man diesen Prozess fortführt, umso mehr entwickelt sich der seelische oder körperliche und geistige Prozess weiter. Gibt es bestimmte Regeln im Wudang Kung Fu, die man berücksichtigen sollte? Ich denke, jede Lehre, die im Wudang Kung Fu gelehrt wird, wird auch im alltäglichen Leben mehrmals aufgezeigt. Eine davon zum Beispiel ist es, verwende Kraft für jeden Punkt, an dem du etwas rausschöpfen kannst und verschwende keine Kraft in jenen Momenten, die dich schwächen. Was inspiriert dich genau an Wudang Kung Fu und worin siehst du halt Unterschiede gegenüber anderen Kampfkünsten? Wudang Kung Fu bezieht sich, sagen wir jetzt einmal, oder das Fundament im Wudang Kung Fu bezieht sich auf die natürlichen Energien oder in der natürlichen Bewegungsform. Karate oder MMA bezieht sich sehr stark auf Kraft, aber rein der Muskelkraft. Das heißt, es wird die Angespanntheit mehr
es wird mehr mit der Angespanntheit gearbeitet in den jeweiligen Kampfkünsten. Und im Wudang Kung Fu bezieht man sich viel mehr auf die Flüssigkeit der Bewegung. Das heißt, es sollte eigentlich niemals eine eckige Bewegung vollzogen werden, sondern stets eine flüssige, kreisförmige. So, hat sich diese Kampfkunst auf dein tägliches Leben ausgewirkt? Hat sich was verändert? Meine Lebenssichtweise, wie ich auf das Leben jetzt achte und wie ich das Leben wahrnehme, hat sich sehr stark verändert. Das heißt, ich kann jetzt viel mehr verstehen, wo man genau Energien, die positiv angebracht werden, wie zum Beispiel Freude, Glück, Zufriedenheit, als damals. Damals nutzte ich es viel mehr, um meine Umgebung glücklich zu machen, anstatt mich selber glücklich zu machen. Okay. Wie schaut dein Trainingsplan momentan aus und wo liegt dein Fokus? Mein Trainingsplan liegt derzeit eher weniger in dem aktiven, also im körperlichen Training, sondern, das habe ich vorhin nicht erwähnt, Kung Fu bezieht sich nicht nur auf die körperliche Verfassung oder dass man viel mit dem Körper arbeitet, sondern das meiste geht über den Geist. Das heißt, jedes Mal, wenn man etwas macht, das Schmerzen herbeiführt, sollte man das so lange weitermachen, bis man es akzeptieren kann. Das heißt, mein Training schaut jetzt so aus, dass ich all jene Dinge, die ich mache, so lange weiterführe, zum Beispiel einen Handstand, nicht 10 Sekunden halten, nicht 30 Sekunden, nicht eine Minute, nicht zwei Minuten, sondern 3, 4, 5 Minuten, so dass ich, bis mein Körper sagt, ich kann nicht mehr und trotzdem aber die Voraussetzungen weiter ausbaue, indem ich es noch länger halte. Man spürt dann kurze Zeit keine Kraft mehr zu haben, aber wenn man sich auf etwas anderes fokussiert, lernt man, oder dann, genau dann lernt man Kung Fu, und zwar Wudang Kung Fu. Das ist sehr interessant, was du mir erzählst. Also es ist anders als bei anderen Sportarten, die ich kennengelernt habe. Und man merkt sehr, dass es halt viel mit der mentalen Stärke zu tun hat, oder? Das stimmt, und da du ja selber sehr viel Erfahrung im Kampfsportbereich hast und auch selber noch sehr aktiv als Trainer bist und als Kämpfer, denke ich, kannst du sehr viel damit auch anfangen, was ich erzähle. Erzähl mir mal von deinen Erfolgen. Hattest du persönliche Erfolgserlebnisse, nachdem du mit Wudang Kung Fu angefangen hast? Es müssen keine Competitions sein, aber persönlich halt auch. Mein größter Erfolg war, ich musste eine Stunde lang in Mabo oder auch in Karate, auch Kibadachi genannt, stehen. Das ist der Hallstand. Genau. Ja. Und nach wenigen Minuten habe ich eigentlich geglaubt, ich kann nicht mehr. Oder beziehungsweise nach jeder Trainingseinheit, in der ich nicht alles gegeben habe und nicht mehr. Und dann nach jeder Trainingseinheit, wo ich noch gerade stehen konnte und nicht gespürt habe, hätte noch mehr gehen können, wusste ich, ich habe da einen Misserfolg. Jede Trainingseinheit war mein Erfolgserlebnis, in der ich alles gegeben habe oder in der ich versagt habe in meinen Augen. Wo findet man dich, Stefan? Mich findet man in Wien, in der Grigorigasse 12, ebenso auf der Internet-Webseite martialarts.academy und ebenso auch zukünftig auch in Niederösterreich in Fischermint.